In diesem Park in der iranischen Hauptstadt treffen sich die Parkour-Frauen von Teheran. Nach ein paar Aufwärmübungen sind sie bereit für ihren akrobatischen Großstadthindernislauf. Im konservativen Iran, wo Frauen Sport normalerweise nicht im Freien ausüben, ist die Gruppe ein Novum. Wir kümmern uns nicht darum, was andere über uns sagen. Manchmal sagen sie, dass dieser Sport nichts für Mädchen ist und dass Mädchen lieber stricken oder nähen sollen. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass Mädchen dieselben Dinge wie Jungen machen können. Parkour, also das Finden neuer Wege im urbanen Raum, ist bislang vor allem im Westen populär. In der Islamischen Republik Iran, wo viele enge Kleidung oder unbedeckte Haare bei Frauen als unsittlich empfinden, ist es eine besondere Herausforderung. Ich habe Sorge, dass meine Kleidung verrutscht und mein Körper zeigt. Ich habe Angst, mein Kopftuch zu verlieren. Den gesellschaftlichen Einschränkungen zum Trotz erheben sich die Frauen über die gängigen Geschlechterklischees. Viele denken, Parkour wäre nur etwas für Männer. Sie glauben nicht, dass Frauen sowas auch können, vor allem das Freerunning. Aber unsere Frauen beweisen, dass sie es genauso gut wie die Männer können. Und manchmal sogar besser. Wenn es Hindernisse gibt, dann kann man sie überwinden. Das gilt zumindest für die Parkour-Frauen von Teheran.